Ich bin der Albert Giger, habe 5-mal den Engadin-Skimarathon gewonnen. Zusätzlich noch die Olympiamedaille können gewinnen in Sapporo in Japan mit der 4x10 km Olympiastaffel. Als der Engadin-Skimarathon im 1969 gegründet wurde, war das für uns Spitzenläufer ein bisschen eine Sondersituation. Und zwar aus dem Grund, man hat uns eingeladen, zum Mitmachen. Aber wir haben gesagt, ja, wir sind doch keine Volksläufer. Aber das Renommee von der ersten Austragung war so riesengroß, dass wir uns gesagt haben, hey, da müssen wir dabei sein in Zukunft. Und das Echo war in der Presse wirklich riesengroß. Und von dort weg hat sich das eigentlich nur noch gesteigert. Wo man ja früher gesagt hat, wir seien Skilangläufer, dann haben die Leute immer so ein bisschen die Stirn gerunzelt und gesagt, ja, das sind die mit den roten Kappen und die mit den roten Socken. Und Simic war nicht so gross gewesen, wo aber dann die Medaille kam, ist im 72 in Sapporo. Das hat wirklich einen riesen Boom ausgelöst. Und da sind so viele Leute aufmerksam worden auf den Langlaufsport, die nachher das selber probiert haben. Und aus dem Grund hat das sich auch abzeichnet auf den Engadin-Skimarathon, dass enorm viele Leute die Interesse gefunden haben und unbedingt haben wollen an dem Anlass mal mitmachen. Der Marathon lebt von den guten Läufern, lebt von den mittleren Läufern, lebt von den weniger guten Läufern und lebt auch im hinteren Teilnehmerfeld, vor allem von denen, die sich auch verkleiden, die den Plausch haben dran, die ja mit einer Rangliste nichts mehr zu tun haben. Denen wird genau gleich viel Applaus geben, vielleicht noch mehr als am Sieger, weil wenn der Sieger einläuft, hat es weniger Leute auf der Strecke, als wenn die grosse Masse im Ziel einläuft. Vor allem der Start von Engadiner ist schon emotionsgeladen. Später ist mir das sogar noch als Organisator tief gegangen. Die letzten 2-3 Minuten vor dem Start, die Anspannung der Leute, die riesige Masse, die vor einem dort steht. Also das hat mich fast ab und zu Tränen gerührt, die Stimmung, die geherrscht hat am Start. Wenn eine Veranstaltung wie der Engadin-Skimarathon während 50 Jahren eine Erfolgsgeschichte ist, mit eigentlich immer wieder steigenden Teilnehmerzahlen, dann muss ich sagen, dann ist das eine Top-Veranstaltung in der Schweiz. Ich glaube, die Initianten haben nicht das als Hauptgrund gehabt, wie gross oder wie bedeutungsvoll wird der Anlass. Sie haben einfach mal die Idee gehabt, um den zu machen. Und die Entwicklung, wie das dann rausgekommen ist, dass man schon nach wenigen Austragungen bereits über 10'000 Teilnehmer hat, das hätte niemand können denken. Einfach, klar, Helvetia.